der Gundermann in der Nahaufnahme. Wir haben diese gezackten, ja, leicht spitz zulaufenden Blätter, nicht ganz so spitz wie bei Minze. Wir haben hier diese Lippenblüten. Ja, wie gesagt, hier, der riecht wirklich richtig geil. Also auch so ein bisschen erfrischend, richtig toll. Hier kannst du ja in die Nase stecken. Boah, Wahnsinn, riecht mega. Ich probiere den jetzt hier mal komplett roh, direkt aus dem Wald. Ich weiß, manche haben da Angst wegen Fuchsbandwurm und Co. Uns hier am Parkplatz, die ersten 200 Meter, da kannst du gar nichts sammeln. Da ist alles voller Kacke, da ist so viel Hundescheiße, da scheißen die Hunde schon auf den Haufen vom anderen Hund. Also so türmt sich das Ganze schon. Sammelst da nie. Der Name Gundermann kommt übrigens von dem Wort Gund, Gunder. Das ist rein historisch aus dem Althochdeutschen wahrscheinlich stammt. Das heißt so viel wie Eiter. Klingt jetzt nicht geil, nicht lecker oder so. Der Gundermann wurde sogar früher bezeichnet als Herr des Eiters. Herr des Eiters! Wow. Warum war das so? Weil man ihm zugeschrieben hat. Hallo bei Gesund drauf, hier ist wieder Marco Eitelmann, heute aus dem Wald. Und zwar gehen wir auf Wildkräutersuche. Wir suchen heute den Gundermann, ganz besonderes Wildkraut. Ist eine Heilpflanze, ist auch sehr, sehr lecker im Essen. Zu den Gerichten und den Inhaltsstoffen komme ich später im Video. Wir gehen jetzt erstmal die ziemlich lange Wiese, es ist hier so 1,5 Kilometer lang, wirklich nur Wiese am Waldrand entlang. Suchen dann nach dem Gundermann, machen dann auch eine Bestimmung und ich nehme hier auch ein paar Wildpflanzen mit, die sehr ähnlich aussehen, dass man gleich mal noch die Verwechslungspartner dabei hat. Und ich würde sagen, es geht los und ich freue mich, wenn ihr hier dran bleibt. So, bevor es jetzt richtig losgeht, ich habe hier unten schon mal die erste Pflanze entdeckt, die zumindest vom Weiden und für absolute Nichtkenner in der Pflanzenkunde aussehen könnte wie ein Gundermann. Das ist hier unten der Ehrenpreis. Das ist, ist auch eine Heilpflanze, ist recht bitter, ist auf jeden Fall vollständig essbar. Nehme ich jetzt auch mal mit später zum Vergleich. Und dann machen wir uns gleich weiter auf die Suche nach dem richtigen Gundermann. Hier unten im Gras wachsen jetzt auch noch ein paar Waldveilchen. Die sind halt von der Blütenfarbe her ähnlich dem Gundermann, kann man aber auch nicht verwechseln. Die lassen sich wunderbar als Deko für einen Salat benutzen. Die Blüten kann man problemlos mitessen. Und ich nehme sie jetzt mal mit, auch wenn sie jetzt nicht direkt ein Verwechslungspartner sind. Einfach mal zum Vergleich. Ja, noch ein ganz wichtiger Punkt allgemein. Egal, ob jetzt Gundermann oder andere Wildkräuter sammelt, sammelt sie hier nicht an so Wegen. Und nicht in der Nähe von Parkplätzen, Straßen oder Feldern. Gerade bei Feldern kann es sein, dass es stark gespritzt ist, künstlich gedüngt. Werden allerhand Chemikalien drauf abgespritzt auf so einem Feld. In der Nähe von so Wegen ist oft so, dass Hunde hingekackt haben oder manchmal auch Menschen. Gerade hier in der Nähe vom Parkplatz, das ist eigentlich so, der ganze Parkplatz ist ringsherum zugekackt und der ganze Weg ebenfalls. Wenn man da mal so 200, 300 Meter weg ist, ist es besser. Aber am besten sammelt ihr es hier hinten. Da auf so einer schönen Wildwiese. Ja, bis jetzt haben wir nur das Waldveilchen gefunden und den Ehrenpreis. Hinten auf dem Parkplatz, wo ich natürlich nichts sammle, da habe ich jetzt ein klein bisschen Gundermann am Wegesrand gesehen. Deswegen bin ich jetzt auch ziemlich zuversichtlich, dass wir hier was finden. Und ihr seht ja, der Weg ist noch lang. Und vielleicht finden wir auch noch ein paar Partnerpflanzen, oder was heißt Partnerpflanzen, so Verwechslungspartner, die dem Ganzen ein bisschen ähnlicher sehen. Der Ehrenpreis, das Waldveilchen, das kann wirklich auch ein Anfänger nach kürzester Zeit unterscheiden. Aber die anderen beiden vielleicht nicht so ganz. Ja, eben habe ich es noch gesagt, vielleicht finden wir hier einen und wir finden hier auch Gundermann. Gundermann könnt ihr übrigens finden zwischen März und ja, Juni, Juli. Juli läuft es dann schon wieder aus mit der Blütezeit, spätestens dann. Und er ist das ganze Jahr über grün. Ihr könnt ihn auch das ganze Jahr über ernten. Aber März bis Juni, Juli ist er halt am besten zu identifizieren. Und ja, er schmeckt auch am besten. Gundermann ist recht streng und kräftig vom Geschmack. Herb, ein bisschen bitter auch. Und man soll es auch nicht übertreiben. Vor allem, wenn man die Sachen roh zubereitet. So in Salaten oder Quarks kann man den ja benutzen. Wenn man kocht, ist er nicht ganz so bitter. Dann verfliegen so ein bisschen die Bittergerbstoffe vom Geschmack. Und man kann ja auch für Soßen und so weiter benutzen. Das wäre natürlich ideal. Gerade zu wild ist der toll. Also zu Sachen, die richtig kräftig sind. Und ich zeige euch jetzt mal hier unten. Ja, hier unten, da wächst auch gleich der Gundermann. Ich habe auch schon ein bisschen rausgenommen hier. Wunderbares kleines Pflänzchen. Hier wird bestimmt auch noch mehr gefunden gleich. Ich nehme den mal raus. So. Und ja, da sieht man, der hat ganz gezackte Blätter. Sind auch so ein bisschen speckig. Diese leicht ja, pastell-zartlilanen Blüten.
Ich erkläre euch später auch noch ein bisschen mehr zu diesen Bestimmungsmerkmalen vom Gundermann. Macht hier auch überall so kleine Härchen noch dabei. Ich zeige es später im Detail. Und was man hier schön sehen kann, ich habe vorhin gesagt, Ehrenpreis und Gundermann ist kaum verwechselbar. Ist auch so. Hier wächst er nämlich nebeneinander. Also wir haben hier rechts ein bisschen blauer den Ehrenpreis und links dann den Gundermann. So, und Anfänger könnte den jetzt, wenn der nebeneinander wächst, schon verwechseln. Deswegen habe ich mit dazu genommen. Ja, wenn er den Gundermann sucht, sind hier nicht nur so schattige, halbschattige Waldränder gut geeignet, Wiesenränder, wo es sich auch super finden lässt, wenn ihr eine Gegend habt, wo ein Bach ist oder sogar ein Auwald. Der Gundermann mag es nicht nur halbschattig, der mag es auch recht gern feucht. So, die Suche hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber hier habe ich auch einen möglichen Verwechslungspartner im Gras gefunden. Das hier ist die Taubnessel und ja, Anfänger können die ganz gut verwechseln mit dem Gundermann. Das ist auch eine Heilpflanze, ist vollständig essbar, insbesondere die Blüten, die schmecken sogar ein bisschen süß. Ja Leute, inzwischen hat es brutal geregnet, ihr seht es an mir und ja, ich habe ziemlich lange jetzt nach der letzten Verwechslungspflanze, die letzte mögliche Verwechslungspflanze hier gesucht, den blauen Günsel. Ich habe ihn auch endlich gefunden und ich zeige ihn euch jetzt auch gleich mal. Und dann, wenn es ein bisschen nachgelassen hat, machen wir weiter mit der Pflanzenbestimmung, mit dem Vergleich zu allen Wildpflanzen, die ich jetzt gesammelt habe und dann halt den expliziten Sachen, die halt am Gundermann wichtig sind, wichtige Erkennungsmerkmale, nicht nur vom Aussehen her, auch vom Geruch und Geschmack. Und dann erzähle ich euch natürlich auch noch was über die Heilwirkung und als was es als traditionelle Heilpflanze angewandt wurde, der Gundermann, und auch was tatsächlich dann medizinisch bestätigt ist. So, jetzt aber erstmal hier der blaue Günsel. Das hier ist er. Ist von der Blütenform ähnlich, ist auch ein Lippblütler wie der Gundermann. Und man kann den blauen Günsel auch essen, ist ebenfalls eine Heilpflanze. Den nehme ich jetzt hier auch mal zum Vergleich wieder mit. So, der Regen hat jetzt ziemlich nachgelassen. Es tröpfelt hier jetzt noch ein bisschen im Wald. Vorteil hat, es sind ganz wenig Leute jetzt nur noch da. Die ganzen Fahrradfahrer sind heim, die ganzen Wanderer sind geflohen. Und das Einzige, was man hier noch hört, ich hoffe, dass man kriegt es nicht so mit auf dem Video, sind die Amerikaner hier von der Airbase. Die lassen jetzt einen Flieger nach dem anderen starten. Es war ziemlicher Starkregen. Ich denke, da haben die unterbrochen. Jetzt kommt da einer nach dem anderen durch. Und ich habe hier unten alle Pflanzen, die ich jetzt gesammelt habe, aufgebaut oder ja, hingelegt, besser gesagt. Und ich gehe die jetzt einzeln durch und dann erkläre ich euch, auf was es besonders bei dem Gundermann zu achten gilt, wenn ihr den sicher im Wald erkennen wollt. Bevor ich hier anfange, ganz wichtig für euch, wenn ihr Neulinge seid, egal ob das jetzt beim Wildkräutersammeln oder auch bei Pilzen oder sonst was ist, was ich persönlich im Wald sammle, sucht euch erstmal wirklich jemand, der das kann, der das weiß, genau an was es sich hier zu halten gilt, was es an Erkennungsmerkmalen gibt. Und dann, wenn ihr das wisst und auch mal mit jemandem mit Begleitung in den Wald gegangen seid und auch am besten in Büchern viel gelesen habt, im Internet geht auch, oder jetzt wie hier auf meinem YouTube-Kanal das Ganze gesehen habt, dann sammelt selbst vorher nicht. Es gibt einige giftige Wildpflanzen, auch einige tödlich giftige Wildpflanzen, das gilt auch für Pilze. Und da seid ihr einfach auf Nummer sicher, wenn ihr einen Fachmann dabei habt und euch wirklich vorher genug in die Richtung ausgebildet habt. Hier haben wir jetzt alle Sorten liegen. Da haben wir ganz außen unseren Gundermann. Den nehme ich jetzt auch mal hier als Vergleichspflanze, um besser mit den ganzen möglichen Verwechslungspartnern zu vergleichen. So, dann haben wir ganz außen haben wir unser Waldveilchen. Beim Waldveilchen sind die Blüten komplett essbar, das ist überhaupt kein Problem, ist keine Giftpflanze. Aber da brauchen wir auch gar nicht lang vergleichen. Das Waldveilchen hat spitz zulaufende, nicht gezackte Blätter. Die Blüte ist komplett anders. Das hier ist ein Lippblütler. Das sieht man hier an der unteren und oberen Lippe. Also das ist wirklich nicht verwechselbar, auch nicht für einen Anfänger. Wenn es passieren sollte, wie gesagt, ist jetzt nicht irgendwie giftig. Dann haben wir hier als zweite Pflanze den blauen Günsel. Der ist ebenfalls nicht giftig, ist eine Heilpflanze, ist recht kräftig vom Geschmack, hat auch sehr eng stehende Blütenstände. Farblich sind sie auch wesentlich dunkler hier als beim Gundermann. Und bei den Blättern sieht man hier schön, die sind nicht gezackt. Ne? Also man sieht das hier, das ist ein
Ja, ein Mini-Zacken hat's drin, aber die hier sind richtig gezackt. Sieht aus wie so ein richtiges Blumenblatt, schön mit Zacken drin und das hier ist komplett glatt. Dann haben wir hier noch die Taubnessel. Das ist eine blaue Taubnessel oder lilane Taubnessel. Da sind, weil es auch ein Lippblütler ist, sind die Blüten ebenfalls relativ gleich. Die sind hier ein bisschen kleiner. Auch das ist eine essbare Wild- und Heilpflanze. Und die Blätter von der Taubnessel, und deswegen können es gerade Anfänger relativ leicht verwechseln, die sind ähnlich, ne? Die sind auch gezackt, haben aber insgesamt mehr so ein bisschen diese Minzform. So, beim Ehrenpreis im Vergleich zum Gundermann, das hier ist er, der Ehrenpreis, das sieht man, die Blätter, die sind schon sehr, sehr ähnlich. Ne? Also ein kompletter Anfänger, wenn die jetzt keine Blüten hätte, ja, dann könnte man die eventuell schon verwechseln. Aber da sind wir auch bei den Blüten, die sind extrem unterschiedlich. Ihr seht es hier beim Ehrenpreis, der ist relativ dunkelblau, hat auch keine, ist auch kein Lippblütler. Und hier, die sind ja ganz, ganz hell lila und haben halt diese typischen Lippen. Und was man hier jetzt bei diesem Gundermann ganz speziell noch unterscheiden kann, im Vergleich zu all diesen anderen Pflanzen, ist der Geruch. So, jetzt hier nochmal der Gundermann in der Nahaufnahme. Wir haben diese gezackten, ja, leicht spitz zulaufenden Blätter, nicht ganz so spitz wie bei Minze. Wir haben hier diese Lippenblüten. Da stehen meistens 2, 3 auf so einer Ebene. Dann kommen die nächsten und die nächsten. Das unterscheidet dann auch halt vom Günsel, wo die alle untereinander kommen. Wir haben, ich hoffe, man kann das ganz gut sehen, hier so eine ganz leichte Behaarung. Die ist auch zwischen den Blattabzweigungen. Und jetzt kommt dieses Hauptunterscheidungsmerkmal, der Geruch. Wenn ich jetzt so ein Blatt hier nehme, zupfe es ab, reibt das ganz fest und riecht dann dran, dann riecht es so ein bisschen nach, ja, es ist sehr aromatisch und riecht auch so ein klein bisschen nach Minze, vielleicht auch so ein bisschen harzig, das ist halt voll mit ätherischen Ölen. Und das ist auch einer der Wirkstoffe vom Gundermann und der hat natürlich auch noch einiges mehr zu bieten. Ja, wie gesagt, hier, der riecht wirklich richtig geil, also auch so ein bisschen erfrischend, richtig toll. Du kannst du ja in die Nase stecken. Boah, Wahnsinn, riecht mega und er ist auch kräftig und er ist etwas bitter. Vor allem, wenn man viel davon nimmt, ist er zu bitter, wenn man es jetzt in Joghurts oder in Salate macht. Das habe ich auch am Anfang von dem Video schon erwähnt. Wenn ihr aber eine Soße macht zu Wild oder ihr macht ein schönes Wildgulasch, so ein Hirschgulasch, Wildschweingulasch, alles was so ganz kräftig ist oder auch ganz kräftige Fischsorten wie jetzt so Wels, oder ja, beim Zander geht es auch noch, der ist ja nicht ganz so kräftig. Aber alles, was ein bisschen kräftiger ist, bei Fisch macht ihr da relativ wenig rein, wirklich. Bei Quark, Joghurt, Salat könnt ihr ruhig ein bisschen mehr reinmachen. Und bei Wild, vor allem wenn das jetzt in eine Soße, die heiß wird, reingerührt wird, nicht in so eine Dipsoße, wo kalt angemacht wird, sondern richtig eine schöne, dunkle Wildsoße, da werden die Gerb- und Bitterstoffe, die da drin sind, etwas abgemildert vom Geschmack. Und da könnt ihr das wunderbar verwenden. Und ja, ich komme auch gleich jetzt hier zu den Inhaltsstoffen. Ja, noch was zum Geschmack von Gundermann. Ich probiere den jetzt hier mal komplett roh, direkt aus dem Wald. Ich weiß, manche haben da Angst wegen Fuchsbandwurm und Co. Die Wahrscheinlichkeit, den aber zu kriegen im Nicht-Risikogebiet, das ist extrem gering. Ne? Wenn ihr den in der Soße gekocht habt, die Plätschen, dann passiert natürlich gar nichts mehr. Wenn ihr sie als Rohkost an Quark, Joghurt und Co. esst oder auch in einem Wildpflanzensalat, habt dann natürlich das gleiche Risiko. Ich meine, vom Kopfsalat, da kann auch hier am Acker der Fuchs mal drüber kacken und könnt ihr auch euch das holen, wenn ihr den im Supermarkt kauft. Ne? So, checken wir das Ganze. Geruch ist wie gesagt richtig lecker. Mm. Ja, also man merkt schon die Bitterstoffe, deswegen sollte das noch nicht übertreiben damit. Aber der Geschmack ist wirklich so minzig. Und da kommt noch so ein bisschen was nach. Es ist nicht so, als ob er Pfefferminz oder sowas esst. Ist ein bisschen harzig, kräftig, aber gut. Richtig füllig, aromatisch. Und zu Wild, ich esse total gern Wild, so Reh, Wildschwein, Hirsch. Also in einer Hirschgulaschsoße. Brutal lecker bestimmt. Ich probiere das auch zu Hause mal aus. Mache mir auch mal einen Joghurt wieder davon. Und jetzt probieren wir noch so eine Blüte. Ja. Geht in die Richtung vom Blatt, ist aber abgemildert. Ne?
ist ja, so ein ganz leichter Geschmack. Da fehlt auch dieser minzige Beigeschmack. Ist mehr so aromatisch, erdig. Süße ist da jetzt überhaupt keine drin. Aber gut, müsst ihr einfach mal im Wald selbst probieren und macht das nicht an der Straßenecke oder so, wo dann irgendwelche Autos vorbeifahren, Gifte gespritzt werden von irgendeinem stark genutzten Acker und auch nicht da, wo überall die Hunde hinscheißen. Ne? Also ich habe es eingangs von dem Video erwähnt, bei uns hier am Parkplatz, die ersten 200 Meter, da kannst du gar nichts sammeln. Da ist alles voller Kacke, da ist so viel Hundescheiße, da scheißen die Hunde schon auf den Haufen vom anderen Hund. Also so türmt sich das Ganze schon. Sammelst da nie. Geht mal mindestens so einen Kilometer, eineinhalb in den Wald rein, sucht euch eine Wildwiese, wo auch kein Bauer irgendwas spritzt, wo kein keine Weg in der Nähe ist, wo auch keine betonierte Straße ist, dass da keine Autos fahren. Und dort sammelt generell euer Wildkräuter. Wirkstoffen ist hier der Gundermann Allround-Talent. Es ist sehr, sehr, sehr viel Vitamin C drin. Es ist kaliumreich hier, diese Pflanze. Sie hat viele ätherische Öle, sekundäre Pflanzenstoffe. Es ist reich an Kieselsäure, Gerbstoffe, Bitterstoffen, die sind sehr gut für die Verdauung. Gerade in unserer westlichen Ernährung werden Bitterstoffe halt viel zu wenig mit dem Essen dargereicht. Also es ist ja fast nichts mehr bitter. Das meiste ist ja süß, fettig oder irgendwie salzig. Dann ist es wissenschaftlich bewiesen, dass der Gundermann Stoffe enthält, die entzündungshemmend wirken. Und zwar nicht nur innerlich, sondern auch auf der Haut. Man kann ihn für Tinkturen und Cremes benutzen. Und er wirkt harntreibend. Natürlich ist es so, dass in der Naturheilkunde oder in der traditionellen Pflanzenheilkunde und in Überlieferung auch noch mehr Dinge genannt werden. Von kann bei Tinnitus helfen bis zu Gallen, Leber reinigend und so weiter. Es ist aber definitiv von der Studienlage recht dünn über diese Pflanze. Das heißt natürlich nicht, dass wenn was durch eine Studie nicht bewiesen ist, dass es dann auch nicht stimmt. Wenn du ein paar 10, 20, 100.000 Leute hast, die dann eine positive Wirkung verspüren und das Ganze nur Erfahrungsmedizin ist, dann kann es ja trotzdem wirken. Ne? Ich bin jetzt kein Arzt, ich kann nur die zwei Sachen sagen, die wissenschaftlich bestätigt sind, also entzündungshemmend, harntreibend. Es gibt natürlich auch In-vitro-Studien, das heißt, die Studien sind im Reagenzglas vollzogen worden, sind auch so nicht wirklich repräsentativ. Da wird teilweise von antioxidativer Wirkung, Wirkung gegen Krebs und so weiter berichtet. Ob es dann stimmt, müsste dann wirklich eine groß angelegte wissenschaftliche Studie am Menschen dann klären. Beim Gundermann ist das, glaube ich, nicht so, ja, wie soll ich sagen, nicht so gewinnbringend. Gut, so viel zu den Inhaltsstoffen dann von Gundermann. Was beim Gundermann halt auch noch früher gut angewandt worden ist, ist diese, ach, es ist abgedroschen, das war diese entgiftende Wirkung. Es war so, dass in den Überlieferungen steht und auch im geschichtlichen Hintergrund überall in den Büchern verzeichnet ist, dass Büchsenmacher und auch Künstler, die vor allem mit Bleifarben dann gearbeitet haben, genau wie die Büchsenmacher ja auch, mit Blei geschossen, haben den Gundermann wirklich mehrfach und auch in stärkerer Dosierung konsumiert, weil er angeblich halt Blei und andere Schwermetalle ausleiten soll. Habe ich auch keine wissenschaftliche Studie dazu gefunden. Nur vielleicht ist ja was dran, wenn das früher über Jahrhunderte die Leute benutzt haben, gerade in den Berufsgruppen, wo sie wirklich starken Giften ausgesetzt waren. Kann funktioniert haben, weiß ich auch nicht. Der Gundermann ist übrigens eine sehr, sehr robuste Pflanze, wenn es um Herbizide und Spritzmittel aller Art geht. Es gibt viele Unkräuter. Das ist eigentlich ein falsches Wort, das hier ist eine Heilpflanzenwildkraut. Es gibt eigentlich gar keine Unkräuter, aber egal, lassen wir das. Bei manchen gibt es hier ja alles Unkraut, sogar alles, was nicht gepflanzt worden ist, obwohl es schön blüht, Unkraut. Sag nichts dazu. Und ja, der Gundermann, der überlebt recht viel. Während viele andere Wildpflanzen auf dem Feld schon längst kaputt sind durch die Spritzmittel, ist der relativ resistent, ist eine sehr robuste Pflanze. Der Name Gundermann kommt übrigens von dem Wort Gundgunder, das ist rein historisch aus dem Althochdeutschen wahrscheinlich stammt. Das heißt so viel wie Eiter. Klingt jetzt nicht geil, nicht lecker oder so. Der Gundermann wurde sogar früher bezeichnet als Herr des Eiters. Warum war das so? Weil man ihm zugeschrieben hat, dass er halt sehr, sehr ausleitend wirkt. Und das, was heutzutage auch wissenschaftlich bestätigt ist, er wirkt halt entzündungshemmend. Und früher war das Thema Eiter und schlechte Sekrete, das war ja bis ins vom Anfang vom Mittelalter, noch teilweise bis in die Antike noch weiter zurück, war das ja so diese Säftelehre und sowas, die hatten. Und ja, das sieht man mal, was diese traditionelle Überlieferung dann doch im Nachhinein ergibt.
Es ist entzündungshemmend. Entzündungshemmend bedeutet natürlich dann auch, dass wenn du jetzt hier eine entzündete große Wunde hast, ist jetzt keine Aufforderung zum Selbstbehandeln, ja, nur mal so am Rande, aber wenn du hier eine riesen entzündete Wunde hast und du machst verschiedene Wildkräuter rein und dadurch wird dann die Entzündung rausgezogen und dann eitert das Nimi, ja gut, da kommt vielleicht auch hier der Name Härtes Eiters her. Klingt nett appetitlich, für das, dass es ein leckeres Würzkraut auch ist. Ist aber so. Jo, Härtes Eiters erinnert mich auch irgendwie so ein bisschen an Metal Soul. Härtes Eiters! Wow. Oder an Diablo 2 hier, so ein Packboss. Härtes Eiters! Aber naja, da kommt der Metal und der Gamer raus, jetzt nur mal so am Rande. Ja, insgesamt eine ganz tolle Wildpflanze, tolle Heilpflanze und eine gute Gewürzpflanze. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich riesig drüber freuen, wenn ihr mir ein Like oder ein Abo da lasst. Vergesst dann die Glocke nicht, dass ihr immer über neue Videos von mir informiert werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lauf jetzt langsam heim. Die Amis haben auch aufgehört, Flieger zu statten. Wenig Leute im Wald, die Vögel zwitschern. So muss das sein. Und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis denn, euer Marco.